Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nähpark-Podcast. Ich bin Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Maschine aus dem Nähzimmer unterhalten. Wir wollen darüber sprechen, warum es gerade dieses Modell geworden ist, was sie besonders gut kann und natürlich, was damit genäht wird. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, dann findet ihr in den Shownotes einen Link zu einem Infobeitrag über diesen Podcast. Dort zeigen wir euch den Gast, die Maschine, die vergangenen Folgen und einen Ausblick auf die nächste Folge. Jeden Dienstag gibt es übrigens eine neue Folge. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, denn zwischendurch gibt es auch das eine oder andere Special. Heute ist die Carmen bei mir und wir sprechen über ihre Janome Cover Pro 3000P. Hallo Carmen. Hallo Tanja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir uns unterhalten können. Ja, bin auch schon ganz gespannt. Bevor du dich selbst vorstellst, stelle ich dich vor, die Carmen ist der Nähpark-Groupie. ich erkläre es kurz: Vor Corona waren wir ja öfter unterwegs auf verschiedenen Veranstaltungen. Und unter anderem, ich glaube, in der letzten Zeit vor Corona war es München, Würzburg, Nürnberg. Und wo wir waren, war auch die Carmen. Tja, wie so ein kleiner Schatten, ne? Genau. Und wenn es mal am Material mangelt, ist auch die Carmen zuständig, und unterstützt uns mit ihrer Ausstattung. Ja, ich hätte ja ein bisschen was in meinem Nähzimmer, ne? Wo Ja. ich ab und zu mal beisteuern kann. So, jetzt darfst du dich selbst vorstellen. Okay, so, also wie die Tanja schon sagte, ich bin die Carmen, habe zwei erwachsene Kinder. Und natürlich auch ja, was heißt natürlich auch einen Mann dazu, habe mittlerweile auch ein paar Enkel, zwei Stück an der Zahl, die am meisten profitieren von meinem Nähzimmer und von der Ausstattung im Moment. Und ja, nähen tue ich schon sehr, sehr, sehr lange. Meine Großmutter war Schneidermeisterin und meine Mutter hat dann auch eben genäht. Und ich habe schon in sehr vielen jungen Jahren angefangen, mit Nähmaschinen einfach rumzuprobieren. Und habe mir dann später, als ich selber Kinder hatte, eine eigene gekauft und habe damit ja manchmal mehr schlecht als recht genäht, weil ich habe es nicht von der Pike auf gelernt, bin oft sehr ergebnisorientiert und der Weg dahin ist mir manchmal ein bisschen wurscht. Und ja, und von daher hat sich das dann im Laufe der Jahre einfach entwickelt, ja, dass ich dann von verschiedenen Herstellern irgendwann in 2011 im Nähpark bei der Frau Petra Neuhierl gelandet bin. Ach. Und ach ja. Und die liebe Petra hat mir dann auch relativ bald, eigentlich gleich beim ersten Besuch, meine damals die 830, die Bernina 830 Stickmaschine verkauft, mit der ich super, super glücklich war. Und ja. Irgendwann habe ich gesagt, ich bräuchte aber noch eine zweite, weil wenn die eine dann stickt, kann ich ja nicht nähen. Und ja, bin dann wieder in den Nähpark gefahren, natürlich, wohin auch sonst. Und ja, und dann haben mein Mann und die Petra entschieden, dass es dann eben noch die 880er wird, weil dann kann ich ja doppelt sticken. Ne? Ja, und so hat sich das irgendwie ja so zusammengetan. Habe jetzt hier die 830, habe die 880. Und ja, hatte auch noch irgendwann eine alte Singer Overlook, habe die dann ausgetauscht in eine Bernina. Dann vor 2 oder 3 Jahren, als die 850 Bernina Overlook rausgekommen ist, habe ich mir die gekauft. Und wir beide, Tanja, wir haben uns kennengelernt bei einem deiner Workshops auf der Late Night. Ja. So, da hast du einen Cover-Workshop gegeben und da hatte ich damals noch die Janome 1000. Mit der bin ich nicht so ganz warm geworden. Nach deinem Workshop war es dann etwas besser. Gut. Und dann, hatte ich die Brother, die 3550. Die, glaube ich, war für mich so ein bisschen wie so ein Hund. Die hat gerochen, dass ich vor ihr
ein bisschen Angst oder Respekt hatte. Also die hat manchmal einfach so ein bisschen nicht das gemacht, was ich wollte, habe mich aber auch nicht so intensiv mit ihr beschäftigt, wie ich es hätte vielleicht sollen. Und jetzt am Ende des Tages bin ich bei der Janome 3000 gelandet und das ist jetzt so mein Ding. Ja, die ist einfacher, die ist leiser, die ist, ja, mit Ja. der bin ich jetzt richtig happy. Ja, also da hat die Petra damals auch gesagt, als die kam, du pass auf, ich hätte da was für dich. Wir haben ja auch darauf gewartet, als die Ankündigung kam. Bei mir war die Reise ähnlich. Also ich hatte die Cover Pro 2000 oder die Cover, wie heißt sie, 2000 CPX. Die Buchstaben können ja auch immer noch dazu. Und dann die Brother 3550 und bin dann auch wieder auf die Janome 3000. Die 3550 habe ich oft verkauft, weil es halt damals die einzige war, die einen Deckstich hatte als Genau. reine Covermaschine. Und das war für mich dann auch so, man muss sie halt benutzen, weil es nicht anders geht. Ich wollte den unbedingt. Aber die Geräuschkulisse zum Beispiel, die ja, ist einfach nicht so meins gewesen. War wie so ein kleiner Fendt-Traktor. Ja, genau. Aber da kann man dann drüber wegsehen, wenn die Maschine das näht, was man gerne haben möchte. Und da muss ich sagen, also in Sachen Deckstich hat die bei mir tadellos funktioniert, immer. Aber die 3000, das war auch so das erste Mal dran setzen, losnähen, normale Maschinengeräusche. Ja, weicher, weicher, ja. Also das Einstechen bei der 3550 war halt schon so dieses Rums, ne? Das war so hart, so aggressiv. Ja, Und ich könnte noch nicht mal sagen, ob eine lauter oder leiser ist als die andere, aber so dieser Sound macht es manchmal einfach aus. wir nähen ja zum Entspannen. Ja, meistens. Auch wenn das Ergebnis am Ende des Tages manchmal nicht so entspannt wirkt nach dem Nähen. Ja, da habe ich den großen Vorteil, dass ich ein wahnsinniges Stoffrepertoire eben von meiner Oma und von meiner Mama und natürlich auch von mir jetzt mittlerweile habe, dass wenn dann mal was nix wird, ein Probestück, dass ich das also wirklich ohne schlechtes Gewissen auf einen 30, 40 Jahre alten Stoff in die Tonne treten kann. Ja, das ist auch praktisch. Vor allem manche Stoffe, wenn man die Naht dreimal aufgetrennt hat, die haben halt dann gelitten. Also. Dann ist es einfach rum, ja. Das ist, ja, und dank dessen, dass ja die Kinder jetzt aus dem Haus sind, habe ich ja ein Näh- und ein Stoffzimmer. Oh Gott. Also nicht so wie du. Du kaufst ja, glaube ich, projektorientiert, ja, und ich nähe stofforientiert. Okay. Ja, im Moment muss ich sagen, artet es ein bisschen aus. Du kannst es nicht sehen. Meine Kamera zeigt in die andere Richtung. Die Stoffecke wird jetzt ausgeblendet. Nein, ich muss ein bisschen nachholen, ein bisschen abbauen. Die 3000 hast du auch bei uns abgeholt? Ja, die habe ich Wie war abgeholt. das? Tja, jetzt hast du mich kalt erwischt, weil ich schon so viele Maschinen bei euch abgeholt habe, dass das ab und zu, wo ich dann sage, okay, wie war das mit dir? Ja, also die Carmen ist wirklich oft hier, wohnt nicht gerade um die Ecke, das muss man auch immer noch dazu sagen. Es sind doch fast 2 Stunden, aber es ist halt immer ein netter Ausflug, wenn man da so Richtung Berge fährt. Ja. Nee, aber wie gesagt, die 3000 habe ich eben auch bei der Petra abgeholt. Und ich muss dazu sagen, dass ich bei der Petra immer ja, vorher anrufe und dann sage, hey, du pass auf, würde kommen. Und Petra nimmt sich dann eben auch die Zeit und macht mit mir so eine kleine Einführung. Gut, bei der Janome war es jetzt, also bei der 3000 CPX, war es jetzt Nein, auch nicht. 3000p. 3000p, ah, pfui. Ja, Oh. das ist für mich auch immer so mit den Buchstaben. Ja, bei den Modellen jetzt ist es eigentlich nicht mehr so wichtig. Bei den Tausendern war es mal wichtig. Da gab es ja wirklich CP und CPX, die unterschiedlich gut funktioniert haben. Dann werde ich jetzt da aufpassen. Aber da war es jetzt gar nicht so schlimm mit der Einführung, weil ich meine, wenn man jetzt schon mal zwei Covermaschinen hatte und eben auch die eine mit Deckstich, bist du halt da so ein bisschen drin und musst jetzt nicht gar so viel. Und ich sage jetzt mal, diese Fadenführung bei der
Janome, die ist ja wirklich easy. Du musst nichts Großartiges anbauen. Das ist tatsächlich nur ein Knopfdruck hin, ein Knopfdruck weg. Ja, ein bisschen üben muss man für den Start, ja, dass das halt gleich schön läuft, damit sich da nichts verzwirbelt oder zusammentut. Aber das kann man ja auf Stoffresten üben. Und das ist wirklich, also das finde ich halt irre, dass man nichts ranbauen muss, nichts herbauen. Du machst es hin, wie du es willst, unterm Nähen und machst es weg, wenn du das willst. Also Ja. das ist, da sind wir eigentlich schon bei der Frage, was ist so mein Highlight bei dieser Maschine? Und das ist tatsächlich die integrierte Fadenführung. Und was ich persönlich ganz, ganz toll finde, ich habe eben auch aus mit den Fundus, ne, an alten Garnen, ne, teilweise echt auch schöne Garne, aber sie schluckt echt, ne, es ist ihr wurscht, sie zickt nicht rum. Ja, also bei dem Deckstich kann ich alles durchlaufen lassen, was so ist. Ne. Das finde ich bei dem Deckstich wirklich gut. Da kann man auch abgelagerte Garne benutzen, denn der muss ja nichts halten. Also wenn ich jetzt ein altes Garn benutze, habe ich immer Bedenken, ist es vielleicht spröde, reißt es vielleicht irgendwann oder sieht es nach dem Waschen nicht mehr gut aus. Wenn ich es in den Nadeln oder im Greifer verwende, muss es halten, sonst geht mir die ganze Naht auf. Der Deckstich liegt ja nur oben drauf. Das heißt, das Garn hat keine Funktion beim Tragen. Es wäre auch kein Problem, das irgendwie hinterher rauszutrennen. Das Kleidungsstück hält trotzdem. Genau, und ja, das ist, wenn du halt beim Sticken irgendwie ein altes Garn hast, manchmal habe ich so, mein Gefühl ist ja manchmal beim Sticken ist es ja je nach Farbe, dass ein Stickfaden altert oder eben nicht. Also ich habe aus der Serie helle Fäden, die halten super, dann habe ich einen dunklen, der reißt mir dauernd, ja, und das nervt. Also da gucke ich immer, dass ich ordentliche neue Fäden verwende, aber bei dem, und diese Stickfäden, die halt in der Stickmaschine reißen, die kann ich wunderbar in der Janome verwenden und da tut Ja. sich halt nichts, da reißt nichts, da muss ich mich nicht ärgern, das ist einfach super. Mein Highlight von der Maschine. Ja, der Deckstich ist ja eigentlich auch der Pluspunkt der 3000. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich lege keinen Wert auf einen Deckstich, der kann auch eine 2000 Genau. benutzen. Aber bei der 3000 hat man halt den Deckstich dazu. Ja, noch so ein weiteres Gimmick. Der Nadeleinfädler. Jein, jein, jein. Muss ich aber dazu sagen, ist bei mir so eine kleine Besonderheit, weil zum einen bin ich halt super verwöhnt von den Bernina Nähmaschinen, weil die sind to toll automatisch. Und sowohl bei der Halbautomatik, bei der 850er Bernina als auch bei der Janome, durch das, dass ich bin ein bisschen eingeschränkt mit der linken Hand und dann fädle ich oft einfach nur so ein. Ja, also ich benutze den Fädler nicht so oft, aber das liegt einfach an meiner persönlichen linken Handeinschränkung. Also ich glaube, dass das Ding toll ist. Die Petra hat mir es gezeigt, das ist super, Ja. aber ich kriege das mit meiner Hand eben einfach nicht so hin. Ja, drum sage ich jein. Wir hätten ihn nämlich in der ersten Folge zur Janome fast vergessen. Es ist irgendwie schon so selbstverständlich, so Nadeleinfädler, weil man es von den anderen Maschinen gewöhnt ist. Was dann aber auch gut ist bei der 3000, ist die Tatsache, dass du überhaupt mit der rechten Hand, ich nehme an, und mit der Pinzette dann einfädeln kannst, weil Platz rechts der Nadel ist. Genau, das Es ist. gibt ja auch Covermaschinen, die keinen Platz rechts der Nadel haben, wie jetzt die Yuki, also oder die Bernina L220 früher, die Yuki MCS 1800, die hätten ja rechts nicht so viel Platz. Hab ich noch gar nicht so bedacht, ist jetzt, aber stimmt, mit der komme ich eben einfach, komme da super hin. Ja, da kann ich meine rechte Hand also drehen und wenden, wie ich es brauche, damit ich den gut einfädeln kann und mit der Nase so nah hingehen, weil man ab einem gewissen Alter ist man ja auch etwas auf die Brille angewiesen. Ach, mir ist es eben in Bezug auf deine Bernina eingefallen. Du hast ja die L850, da hat man auch Platz rechts der Nadel. Und ich habe gerade das Problem mit einer, ich sage es einfach mal, normalen Overlock, die halt rechts nicht so viel Platz hat. Und der Nadeleinfädler funktioniert nicht ganz so. Dann muss ich immer noch mal so bei bestimmten Nadelstärken von Hand einfädeln. Dann denke ich mir immer, zack, schon wieder die Hand ankaut.
an der Maschine, weil kein Platz ist. Nee, also das ist tatsächlich also mit der easy. Was es natürlich dann auch macht, dass du so Maschinen auch wesentlich mehr benutzt, weil das Umfädeln nicht so nervig ist, ja. Wenn du irgendwo rumfieseln musst, rumfieseln, versteht das nur der Bayer. Lassen wir es einfach so stehen. Dann lässt du immer den gleichen Faden drin und dann bin ich tatsächlich früher auch oft hingegangen und habe dann einen schönen Stich aus der Bernina genommen, anstatt zu covern. Ja, wo man dann gedacht hat, naja, für was hast denn die Cover? Ah ja, nee, jetzt umfädeln, bis ich das wieder reingefieselt habe. Und das ist halt jetzt an der eben auch toll, weil du ja schneller umgefädelt hast und sagst, komm, von weiß auf schwarz auf rosa. Ne? Im Moment ist bei uns sehr viel rosa. Ach, Ach. warum wohl? Und ja, das ist eben auch, man nutzt sie dann auch viel mehr, weil sie Komfort, der Komfort einfach auch ist. Ja. Ja. Und nähst du dann aktuell viel mit Deckstich oder eher ohne? In der Tat muss ich sagen, wenn ich die benutze, außer es sind Kleidersäume für mich, dann nehme ich ohne Deckstich, weil das finde ich, kommt jetzt auf den Stoff drauf an. Aber manchmal finde ich es ein bisschen zu plakativ, wenn es ein bunter Stoff ist. Was soll ich dann an Deckstich machen? Aber in der Tat, bei unifarbenen Stoffen für die Kinder ist tatsächlich der Deckstich für mich das Highlight, das das Ganze nochmal ein bisschen aufwertet. Oder eben auch als Zierstich. Also jetzt nicht nur tatsächlich als Coverstich, weil ich was versäubere, sondern echt als Zierstich. Finde es halt bei unifarbenen Sachen für die Kinder bei Softshell oder so schon witzig. Ja, also. Nähst du dann, oder beziehungsweise andersrum gefragt, Zubehör, kommt es zur Verwendung? Eher selten. Ja, also Einfassen jetzt wie Bandeinfasser oder so ist jetzt bei mir eher selten. Habe ich auch schon gemacht. Also mit der Standardausstattung, so wie sie halt gekommen ist. Ab und zu den kürzeren Nähfuß, weil du da halt einfach gerade in Rundungen dir leichter tust. Ja. Ich glaube, wenn ich mich ich recht erinnere, als ich die damals gekauft habe, war der Nähfuß noch nicht im Standard mit drin. Ich glaube, den habe ich separat gekauft. Aber könnt ihr jetzt auch vermischen mit der Bernina? Das weiß ich jetzt nicht, mit dem Overlook. Jetzt bringst du mich ja auch durcheinander. Es gab ja den kürzeren Nähfuß mal beim Bandeinfasser. Da gab es ja einen, weil sonst der Bandeinfasser nicht hingepasst hätte. Und bei der 3000 ist jetzt im Lieferumfang der normale Metallfuß und der normale transparente Nähfuß enthalten. Und kürzeren kenne ich jetzt wirklich nur im Zusammenhang mit dem Bandeinfasser. Dann glaube ich, habe ich das jetzt auch, bringe ich es gerade durcheinander mit der Bernina. Sorry. Also dann Originalzustand. Es sind ja die zwei speziellen Füße, die brauchen diese Zacken für den Deckstich. Das ist auch noch ein Thema, das oft angesprochen wird. Es gibt ja Zusatzfüße, wie zum Beispiel den Mittelkantenfuß für Nähen ja, auf einer Markierung oder im Nahtschatten. Da könnte man jetzt keinen Deckstich benutzen. Aber wenn du weiter kein Zubehör nutzt, und ich Nö. muss sagen, ich habe auch immer nur die zwei Füße, Ja, komme ich also super mit klar. ja, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, liegt das jetzt daran, dass ich halt Ausweichmöglichkeiten habe, wenn ich das wollte, ja, dass wenn man jetzt vielleicht nur die Janome hat, dass man sagt, okay, dann hat man da mehr Sonderzubehör, weil die Nähmaschine nicht mehr hergibt, ja, den Vorteil habe ich halt jetzt, dass meine Nähmaschine halt auch schon sehr viel kann und Ja, hergibt. es kommt echt immer auf die eigene Auswahl drauf an und auch auf die Projekte, die man näht. Jemand, der jetzt ganz viel Bekleidung in Sachen Jersey und Sweat näht, nutzt die Cover ja meistens mehr als jemand, der auch viel mit Webware arbeitet. Also, darum frage ich immer so nach dem Zubehör, ob es was gibt, was man unbedingt braucht. Aber mir fällt ehrlich gesagt für die Janome auch nichts ein. Doch, der Anschiebetisch. Der ist bei mir von Haus aus, glaube ich, auch drauf gewesen. Ja. Also denn meiner ist eigentlich immer dran. Es sei denn, ich habe sie irgendwie frisch aufgestellt. Dann hast du auch eins von diesen Kits damals gekauft, wo der Anschiebetisch schon dabei war.
Vermutlich, das wäre jetzt wieder eine Frage, die ich an die Petra geben Die müsste. wüsste das bestimmt, aber ich frage sie jetzt nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, als sie rauskam, war schon mal das Kind dabei. Im Moment der Aufnahme dieses Podcasts ist es auch wieder dabei. Das kann sich natürlich auch mal wieder ändern. Aber den kann man ja auch einzeln kaufen. Denn zu der Zeit waren die Anschiebetische ausverkauft. Ja, okay. Wir haben dann nämlich einige nachliefern müssen, weil die Kunden dann eben die Maschine gekauft haben. Das Kit hätte dabei sein sollen, aber wir haben nicht genug Anschiebetische herbekommen. Bei mir ist mit der Anschiebetische ist es auch oft so, dass ich die halt hin- und demontiere, durch das, dass ich halt die ein oder andere Maschine nebeneinander auf der Arbeitsplatte stehen habe, muss ich da so ein bisschen ja, umbauen, wenn ich manche, gerade jetzt bei der Schieben. Cover, rumschieben, genau, ne, damit ich mit allem gut Platz habe, ne. Ja, hier ist es auch aktuell gerade der Fall. Ich habe mir eine Leiste an die Wand geschraubt, in die stecke ich die Anschiebetische. Dann kann ich die Maschine nach hinten schieben, damit ich vorne mehr Platz habe. Aber sobald ich sie benutze, stecke ich den wieder an. Genau, aber das ist halt Jammern auf ziemlich hohem Niveau, würde ich sagen. Ja, ich habe ja eben gemeint, also das ist das einzige Zubehörteil, von dem mir spontan einfällt, ich könnte nicht ohne. Aber das ist auch wieder so Ansichtssache. Sie hätte ja auch einen Freiarm und das ist das gleiche Thema. Das sagen viele so, ja, ich kaufe nur noch Maschinen mit Freiarm. Und andere sagen, ist mir egal. Geht immer irgendwie. Ist halt immer die Frage, wie es geht. Ja, das ist, und wie man es, also ich denke, das ist so eine persönliche Präferenz, ja, und auch, wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, dass ich locker hinkomme. Bei Freiarm habe ich manchmal einfach auch für mich eben bessere Möglichkeiten, eben durch die Einschränkung. Naja, wenn ich jetzt ein kleines Ärmelbündchen oder ein kleines Hosenbündchen mache, klar, dann ist das sowieso mit dem Freiarm. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die machen das ohne Freiarm. Aber ich tue mir halt wesentlich leichter über einen Freiarm drüber. Ja, also ich drehe es auch immer auf links und nähe um den Nähfuß rum. Ist aber dann, muss ich sagen, bei der Cover ein bisschen schwieriger als jetzt bei meiner Nähmaschine zum Beispiel, weil du hast den Einfädler, der dann im Weg ist, wo du mit der Hand hinkommst. Und der Nähfuß ist sehr groß. Also auch die Halterung, die hinten dran ist, ist sehr groß. Kann ich mir vorstellen, dass es dann auch schwierig werden kann und es einfach einfacher ist, wirklich den normalen Freiarm zu benutzen. Genau. Weil sonst geht es, glaube ich, erst wieder ab Größe 104 oder 110. Hey, wenn die ganz. Oder man näht es vorher an, bevor man die Seitennähte schließt. Also ich glaube, es findet sich immer eine Lösung für das Projekt. Das ist bei mir immer durch das, dass ich eben lösungsorientiert bin, ist man manchmal der Weg. Ich sage jetzt mal, der Profi, dem würde ich jetzt den Weg vielleicht nicht unbedingt zeigen oder sagen. Das Ergebnis muss sitzen und muss Ja. passen und muss gut aussehen. Ja, und da ist Es man manchmal kommt die auch Technik keiner und wurscht. kontrolliert. Es gibt keine Quiltpolizei, keine Stickpolizei und auch keine Coverpolizei. Jeder muss für sich selbst zum Ziel kommen. Ja, und wir haben ja auch schon miteinander genäht, also ganz so schlimm kann es dann nicht sein. Ja. Ich habe dir ja auch ein bisschen was beigebracht. Eben, ne? Ich Kann mich habe. zwar nicht mehr daran erinnert, also ist schon so lange her. Ja, war alles noch vor Corona, stimmt. Genau. Also an die Veranstaltung so schon. Ich kann mich auch daran erinnern, wie du gekommen bist. Das weiß ich noch. Aber von diesem Kurs an sich weiß ich nichts mehr. Bin froh, dass es ein Video davon gibt. Dann kann ich vielleicht nochmal nachschauen, Ja. was da war. Das Ja. reicht dann aber auch. Ja, es war, glaube ich, auch schon 8 Jahre oder 9, 8 Jahre dürfte es auch schon her sein. Sehr So in lang, ja. etwa. Ja, müssen wir uns auch nicht mehr unbedingt erinnern. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir uns kennen, ne? Ansonsten machen wir einfach mal wieder was. Genau. Aber für mich nochmal zurück zu der Janome, weil ich glaube, das war ja unser Topic, oder? Ach, ja. Was ich auch ziemlich cool finde, ist die Beleuchtung. Ja, also die finde ich schon ziemlich durchdacht. Zum einen unten die starke Beleuchtung.
Und wenn es dann tatsächlich, gut, ich habe jetzt den Vorteil, ich habe echt im Netz immer super, super Licht. Ja, aber wenn es mal nicht so toll steht mit diesem Licht, das du vorne ein bisschen rausziehen kannst, das finde ich nicht nur ein Gimmick, sondern wirklich was total Nützliches zum Gucken. Ja, also gerade wenn du, sage ich jetzt mal, einen Sweatstoff hast und habe ich wirklich das eine oder andere Mal schon gehabt, dass ich gesagt, hey, hat die jetzt genäht, wenn du ohne den Topstitch nähst? Ja, hat sie jetzt das genäht, weil der Stich ja ein bisschen versinkt. Und wenn du dann das Licht rausmachst, dann siehst du, aha, genau da ist der Stich. Also das finde ich schon ein ganz brauchbares, durchdachtes Teilchen mit dem Licht. Ja. Ist eine kleine Sache, aber finde ich wirklich cool. Ja. Ich benutze es extrem selten. Zum einen, weil ich auch so eine Lampe habe, die auch noch zufällig genau dort hängt, wo die Maschine steht. Also perfekte Ausleuchtung. Für mich, so wie ich sitze an der Maschine auf diesem einen Tisch, ist das Licht dann im Weg, wenn ich es ausgezogen habe. Also ich gehe so nah an die Maschine, dass ich schon das Gefühl habe, ich stoße mir das Stirn dann an der Lampe an. Aber wenn du so, ja, extrem bunte Teenie-Klamotten nähst, also schwarz mit schwarzem Garn, Genau. dann ist das wirklich hilfreich. Genau. Ja, nachdem ja mein Motto eben auch ist, meistens schwarz ist genügend Farbe. Ja. Kenne ich das? Bin zwar kein Jugendlicher mehr, es ist schon ein paar Jährchen her, aber ist das wirklich eine brauchbare Sache? Also finde ich wirklich cool. Ja, Ja. also, um noch ein Highlight dieser Maschine einfach zu erwähnen. Und dann bin ich halt immer wieder bei dem Geräusch, ja, dass er einfach super, finde ich, super leise ist, ja, dass man könnte theoretisch auch mal in der Nacht nähen, ohne dass irgendein anderer Mitbewohner der Meinung ist, dass jetzt der Bulldog ins Schlafzimmer kommt. Ja. Ja, Ja, das ist wichtig. also das finde ich auch, sind für mich so die drei Sachen, die absolute Highlights sind. Aber ich denke, das ist das, was die Maschine einfach schon ausmacht. Ja, ich meine, wir haben das Thema ja auch schon öfter. Es ist eine Drittmaschine. Also man hat eine Nähmaschine, dann kauft man sich, wenn man Bekleidung näht, eine Overlock-Maschine und dann eine Cover-Maschine. Das ist so, ich würde mal sagen, zu 90% der Ablauf Yep. bei den Maschinen. Kann Also ich bestätigen. gelegentlich gibt es auch mal welche, die die Overlock auslassen, ja, aber meistens läuft es doch so ab. Und sie hat ja auch einen relativ geringen Anteil bei den Klamottenteilen. Also bei manchen Teilen hast du einfach nur einen Saum. Also die Maschine ist nice to have. Ja. Ja. Das ist, aber wenn man sie hat, will man sie, glaube ich, nicht mehr missen. Ja, also ich Nein. zumindest nicht. Ja. Na, auch wenn ich wirklich Ausweichmöglichkeiten habe mit den Stickmaschinen, dass ich tatsächlich schöne Nähte, Ziernähte da drin habe, ist es trotzdem nochmal ganz was anderes, mit der Cover darüber zu gehen. Ja, Ja. also ich würde sie nicht missen wollen. Ich habe dann manchmal schon ein schlechtes Gewissen. Ich benutze seit längerer Zeit sehr gerne Seraflex. Zum Absteppen zum Beispiel für meine Bekleidungsstücke am Halsausschnitt, weil ich steppe auch gerne mal mit dem Kettstich ab. Mag halt im Moment diesen einfachen Geradstich und das klappt mit meiner Nähmaschine super und mit dem Seraflex und dann nähe ich so und dann denke ich mir so, meine arme Cover. Ist jetzt Naja. bestimmt ganz traurig. Naja, irgendwann hast du vielleicht auch mal Gelegenheit, dass du rosa oder blau einfädelst in deine Cover. Ja. Dann hat sie auch wieder ihre Daseinsberechtigung. Ja, das kommt irgendwann mal wieder. Eben. Also es ist auch so, wenn ich sie benutze zum Säumen oder halt mit zwei oder drei Nadeln, dann auch wirklich fast immer mit Deckstich. Ich bin auch der Meinung, wenn ich keine Deckstich-Cover hätte, würde ich meine Cover noch weniger benutzen. Ja, also da kann ich zustimmen. Das wäre bei mir ähnlich, weil ich sage jetzt mal, es war so ein Fake-Cover-Stich, du hast ja auch die Bernina, den kriegen wir so auch hin, da braucht man keine Cover. Ja. Ja, das sind schöne Stiche drin in der Bernina. Was ich bei meiner
immer so gern mache, dann ist zum Beispiel das Covern von Kapuzen, weil ich dann zwei schöne Seiten habe. Du hast innen und außen, du siehst ja beides Ja. bei der Kapuze, speziell bei der Kapuze. Ja. Genau, da freue ich mich immer ganz besonders über den Deckstich, weil halt oft das Argument kommt, ja, man kann ja auch den Greiferfaden nach außen tragen. Und ich denke mir dann immer so, ach, ich freue mich, wenn ich eine Kapuze covern kann und oben und unten Multicolor Garn. Bäm. Genau, wenn, wie gesagt, eben, ich finde, am schönsten sieht es halt einfach aus, wenn du mit Multicolor-Garn auf unifarbenen Stoffen, ob das jetzt Softshell oder ein Sweat ist, finde ich halt einfach klasse. Ja. Das sieht einfach schön aus. Und du kannst damit so deine ganz persönlichen Akzente setzen. Ja, auch wenn manchmal Stoffe farblich nicht so 100%, kannst du eben mit dem Deckstich noch sagen, die Kurve quasi kriegen, dass es doch passt. Ja. Also der Kreativität sind da einfach keine Grenzen gesetzt. Und das finde ich schon super toll. Ja. Gibt es denn auch irgendwas, was dir nicht gefällt an der Maschine? Oder was du sagen würdest, das könnte man noch verbessern, dann würde ich noch mal upgraden. Mein Wunsch ist ja immer an allen Maschinen der vollautomatische Nadeleinfädler. Was natürlich bei mehr Nadelmaschinen schon, glaube ich, ins Unmögliche geht. Ja. Aber das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Natürlich, das würde ich sofort upgraden. Und, aber das ist auch eine reine Gewohnheitssache, durch das, dass ich bei meinen anderen Maschinen automatisch eben, wenn ich das Nähen aufhöre, der Nähfuß hochgeht, ja, bin ich manchmal echt, ich suche dann den Nähfußheber. Ich denke, wieso geht jetzt der nicht hoch? Ja, also es ist tatsächlich, wenn ich ganz viel nähe an der Nähmaschine mit der Bernina und dies alles so automatisch geht, und mich dann eben an die Cover dran setze, dann suche ich den Nähfußheber. Also das wäre jetzt auch noch was, wenn das automatisch wäre, dass wenn ich stoppe, dass der Nähfuß hochgeht, was aber vermutlich auch technisch einfach wahrscheinlich auch Kappes ist, also Blödsinn. Ja, ich glaube, da braucht es halt viel Elektronik. Und die Cover an sich ist ja eigentlich immer noch eine mechanische Maschine. Daran wird es wahrscheinlich dann scheitern. Was mir beim Umstieg aufgefallen ist, ist, dass bei der 3550 der Hebel rechts außen ist. Das war für mich am Anfang der Umstellung. Dann hatte ich mich dran gewöhnt, dann habe ich ja wieder gewechselt. Jetzt finde ich den an der Janome ungünstig platziert. Ja, du musst entweder innen durchgreifen, ne, und oder was ich halt mache, weil von links außen ist immer auch wieder ein bisschen doof. Ja, gebe ich dir recht, ja. Da war der rechts an der Browser besser. Aber das ist, glaube ich, schon das Einzigste, was ich jetzt finde. Obwohl eigentlich der Nähfußheber hinten das ist, was man kennt, was eigentlich bei Maschinen, die einen Hebel haben, die normale Position ist. Und rechts außen eher weniger. Ich habe den Eindruck, es wird immer ein bisschen mehr. Kann aber auch täuschen. Ich fand es aber wirklich praktisch, dass es rechts außen war. Das stimmt, das stimmt. Na, vielleicht wäre dann auch Kniehebel eine Lösung. Na, Ja. das ist wäre vielleicht auch noch so. Na, die Petra wird jetzt wahrscheinlich wird klatschen. Ich glaube, das Ja. Thema hatten wir jetzt schon in vielen, vielen Folgen. Also jetzt nicht nur bei der Janome-Cover, sondern bei vielen Nähmaschinen. Was kann man verbessern? Ja, Einen das ist. Kniehebel. Ja, aber es ist halt auch, finde ich, wenn schwierig, wenn du die Frage gestellt kriegst, was würdest du verbessern, wenn du eigentlich zufrieden bist, ja, das ist, dann suchst du natürlich tatsächlich nach der eierlegenden Wollmilchsau. Ja, das Ja. ist so. Ja, ich sage ja immer, wünschen darf man sich viel. Na, Genau. also du hast ja selber gesagt, ob es technisch umsetzbar ist, ist manchmal dahingestellt. Aber ich sage dann, wir haben ja alle immer noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen ja dann auch mal wieder Ziele, neue Anreize, neue Maschinen. Genau, damit ich wieder in Nepal kommen kann. Genau. Wobei ich finde immer einen Grund, um im Nepark zu fahren. Ja. Das stimmt auch wieder. Also da braucht es nicht immer ein neues Modell, dass man bei uns vorbeikommt. Nö, nö, Da es ist findet sich einfach ein immer ein Ausflug Grund. wert, ja, genau. Manche kommen auch mit dem Wohnmobil, habe ich gehört. Echt, gibt's sowas? Ja.
Echt? kommt vor. Okay. Ja, stimmt. Ich glaube, ja, habe schon auch schon mal davon gehört. Ich würde sagen, wir haben die Cover mal besprochen. Wer sich noch mehr dazu anhören will, wir hatten ja schon mal eine Folge ganz am Anfang, ich glaube, es war die Nummer 5 mit Petra, die auch die mit Janome covert. Dann könnt ihr euch die auch noch anhören, wenn ihr noch Fragen habt zur Janome, an uns, an die Carmen oder sonst irgendwelche Wünsche rund ums Thema Podcast. Dann könnt ihr uns die zukommen lassen über Facebook oder Instagram an den Nähpark. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an service@nähpark.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, die eine oder andere Folge auch teilt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich habe ja gesagt, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge mit einem anderen Gast und einer anderen Maschine. Bis dahin, danke an dich, Carmen, für die nette Unterhaltung. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Hat echt Spaß gemacht. Und euch wünsche ich dann noch viel Spaß beim Nähen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.